Hallo Leute, wir haben jetzt Mai 2022 und begeben uns auf eines unserer größten Abenteuer. Wie ihr auf der Karte sehen könnt, führt uns unsere Tour an die 8000 Kilometer quer durch 11 Länder: Tschechien, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland und Holland und dann wieder retour nach Österreich. Also, kommt mit und begleitet uns auf unseren Trip. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Wir nähern uns zur ersten Grenze, wir verlassen jetzt gleich Österreich und kommen in die Tschechoslowakei. Oh, da ist eine Tankstelle, da werden wir gleich tanken. Boom. Da tankt man nochmal. So, ja, da vorne ist die Landesgrenze. Willkommen in der Tschechoslowakei. Dobrý den. Hallo. Ja, som Hapinko. Man muss ja in der Landessprache das Land begrüßen. So, und weiter geht's jetzt. Nach dem ersten Tankstopp. Fahren wir jetzt weiter. Wie gesagt, das Ziel heute wäre, dass wir zumindest bis nach Polen kommen. Sollte sich eigentlich ausgehen, dass wir das schaffen. Dass sich das ausgeht alles. Werden wir sehen. So, da sieht man es. Česká republika. So. Österreich, ahoi, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir kommen wieder, keine Frage. Und jetzt fahren wir durch die Tschechoslowakei. Wir werden natürlich auch in der Tschechoslowakei tanken. Das ist ganz klar. Und dann werden wir sehen, was hier der Benzin kostet. Bin gespannt. Aha, die haben auf der Autobahn 110, habe ich gerade gesehen. Vignettenpflicht, aber nicht für Motorräder. Das ist cool. Wir fahren eigentlich durch 11 Länder und in keinem Land außer in Österreich braucht man eine Vignette fürs Moped.
Wir nähern uns in kleinen Schritten der polnischen Grenze. Es sind jetzt nur noch 80 Kilometer, was wir haben. Dann verlassen wir die Tschechoslowakei und sind in Polen. In Polen werden wir auch unsere erste Nacht verbringen. Wir kommen nach Polen. Soll ich euch was verraten? Ich war noch nie in meinem Leben in Polen. Zum ersten Mal komme ich nach Polen. So alt muss man werden, dass man nach Polen kommt. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Aha. Und das erste, was ich sehe in Polen, ist ein McDonald's. Da oben rechts. McCaffee. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Wir haben die erste Etappe heute geschafft. Das ist ja gerade richtig, jetzt fängt es an zum Regnen. Wir haben das direkte Hotel jetzt genommen auf der Autobahn, da brauchen wir nicht lange suchen, haben gar nicht gefragt. Das ist das Hotel dort. Hotel Hemanski. Findet nicht einmal Booking.com und Google findet das auch nicht, da findet nur die Tankstelle. Das ist ein ganz scheinheiliges Hotel, aber der Chef war so nett und hat uns die Motorräder haben wir nach hinten stehen können, die sind abgesperrt. Also, die sind ein wenig geschützt. Jetzt gehe ich dann rauf, duschen und so viel werden wir heute halt nicht mehr machen, weil morgen haben wir dasselbe Programm, weil heute sind wir nicht ganz 600 Kilometer sind wir runtergefahren. Ja. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische. Bis später. Get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning. Wir verlassen jetzt unsere Pension und es geht weiter auf die zweite Etappe. Dass wir wieder zwischen 500 und 600 Kilometer schaffen. So wie am ersten Tag. Das ist auch heute unser Ziel. Dass wir wirklich am dritten Tag in Tallinn sind bei der Fähre. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen, wie das Wetter heute wird. Es ist auf jeden Fall um etliches kühler. Jetzt ist es 9:30 und wir haben 13 Grad in Polen. Es ist leicht bewölkt. Lassen wir uns überraschen. Wir sind jetzt in Warschau, so wie das ausschaut. Angekommen und fahren weiter. Wir bleiben in Warschau aber nicht stehen. Wir fahren nur durch. Get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Hurra, hurra, das nächste Land ist da.
Litauen, Republik Litovus, ist glaube ich da umgestanden. Und wir haben wieder ein Land hinter uns, und zwar Polen. Und jetzt sind wir in Litauen. Was ich weiß, haben die Litauen auch den Euro. Da sparen wir sich das ganze Umrechnen dort. Wir haben jetzt noch circa eine Stunde Fahrzeit zu unserem Hotel. Gleich haben wir es geschafft, laut Navi, in 4 Minuten sind wir bei unserem Hotel. Bei unserer zweiten Etappe. Jetzt sind wir in Litauen. Heute war es ein recht verregneter Tag, den ganzen Tag, wo wir unterwegs waren. Und wie wir dann nach Litauen gekommen sind, hat das Wetter einigermaßen hingehauen. Und jetzt sind wir eingecheckt beim Hotel Kaunas, haben wir jetzt unsere Zimmer bekommen. Und da bleiben wir heute Nacht und morgen geht es dann weiter nach Tallinn, von wo unsere Fähre abfährt. Okay, das war es einmal fürs Erste. Noch einmal einen schönen guten Morgen. Wir verlassen jetzt Litauen und fahren jetzt Richtung Tallinn, wo unsere Fähre weggeht. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt Richtung Tallinn. Tallinn, auch wie man das, egal wie man das ausspricht. Und von dort geht unsere Fähre weg. Und dort verbringen wir aber noch eine Nacht, weil wir die Fähre erst morgen in der Früh nehmen wollen, um 7 Uhr. Circa Fahrzeit mit der Fähre, was wir gelesen haben, 2,5 Stunden. Und dann sind wir in Finnland. Aber wir haben auch heute ein mächtiges Programm für uns. Wir müssen 570 Kilometer runterradeln auf jeden Fall. Und bis 18 Uhr wollen wir doch im Hotel wieder sein. Jawohl, wir haben wieder ein Land hinter uns. Hurra, hurra, wir sind in Lettland. Hurra, hurra, die Wiener sind in Lettland.
Sodale, wir machen eine kurze Pause, eine kurze Arschpause, weil uns der Arsch schon so weh tut. Und wir sind noch immer in Lettland. Und schaut euch die Gegend an, ich zeige euch das einmal. Schaut euch das an. Na, ist das ein Traum? Ist das schön? Ein super Tag heute. Warm, 17 Grad hat es, angenehm zum Biken. Da hinten sind so Holzbungalow, die zeige ich euch noch. Die kann man nämlich anmieten, habe ich gesehen. Ich habe es wirklich nett gemacht da. Und jetzt zeige ich euch die Hütten, die was man hier anmieten kann. Schaut her, so schaut das aus da. Nett, he? Das ist urlieb eigentlich. Ideal fürs Moped. Halt Moped nicht, weil das ist ein Schotter. Und das ist ein tiefer Schotter, aber schaut recht nett aus. Da haben sie die ganzen Hütten. So, jetzt schauen wir noch, wie das Fleckerl da heißt. Falls wir da mal wieder herkommen, könnte man das einmal anmieten. Na, das ist fein da. Das ist wirklich nett. Und wir haben jetzt noch circa, ich glaube, knappe 300 Kilometer bis nach Tallinn. Die Hauptstadt von Estland ist das. Ein bisschen Geografiekunde mit dem Grisi. Und dann geht's morgen mit der Fähre rüber. Ich zeige euch das auf der Karte. Da sind wir dann in Tallinn. Wir fahren dann mit der Fähre rüber nach Helsinki. Und da geht dann unsere Strecke rauf bis zum, ich sage euch das aber jetzt ganz privat, ganz leise sage ich euch, also ihr dürft das nicht weiter sagen, gell? Psst, psst. Wir fahren zum echten Weihnachtsmann. In Weihnachtsmann, der echte, der allerechte, nicht den, was ihr alle kennt vom Fernsehen und so. Den Santa Claus oder die ganzen Weihnachtsfilme. Nein, wir fahren zum Echten. Zum Echten. Und der lebt in Finnland. Beim Südpol. Dort lebt er. Und der Weihnachtsmann, der wartet schon auf uns. Ja, weißt du? Und dort fahren wir rauf. Was? Nein. Wartet er nicht auf uns? Na, wo wohnt denn der Weihnachtsmann? Also, das ist der Nordpol. Ich zeige euch den dann. Ihr werdet schauen. Und seine Rentiere stelle ich euch auch vor. Okay, wir fahren jetzt weiter und wir hören uns und sehen uns etwas später. Das letzte Land für heute. Wir sind in Estland. Hurra, hurra, die Wiener, die sind wieder da, hurra, hurra. So, wo kommen wir da hin? Da. Schauen wir da entlang, was ist da? Haben wir da überprüft? Müssen wir da was herzeigen? Müssen wir schauen, was wir da brauchen. Hello. Hello. Your travel documents? Yes. And driving license. Die erste Grenze, wo wir eigentlich überprüft worden sind, in Estland. Die wollten einen Führerschein sehen, meinen Reisepass, und die haben wir dann mitgehabt. In Corona, das habe ich gesehen. Aber sie wollten eigentlich einen Führerschein sehen, aber ist ja kein Problem, wenn es zusammenkommen. Und das war das Wichtigste. Und jetzt da sind wir in Estland. Aha, jetzt ist die Frage, haben die einen Euro oder nicht? Wenn sie keinen Euro haben, ist der Benzin dann noch teurer. Weil da hat er jetzt der Kost 1,99 Euro, habe ich jetzt im Preis gesehen.
Und wir haben es geschafft. Wir sind in Tallinn, Hauptstadt von Estland. Jetzt werden wir mal als allererstes einmal zum Hafen runterfahren und schauen, ob noch wer dort ist, ob wir unsere Tickets bekommen. Ansonsten werden wir sie online reservieren und suchen uns in der Nähe vom Hafen dann ein Hotel. So, da, guten Morgen. Jetzt geht's weiter zur Fähre. Es ist 5.30 Uhr in der Früh. Um 6 Uhr haben wir Check-in. Diese Kleinmachen da haben es ziemlich niedrig gemacht, das Ganze. Passport? Passport. Bla 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 bla. Hast du dich? So da, und auf geht's auf die Fähre. Müssen wir hin?